Ja, ich versuche mich gerade darauf zu konzentrieren. Bei uns, müsst ihr wissen, ist hier so eine Grünfläche. Da Ne? kacken gerne Hunde hin. Das hat aber nichts mit damit, es hat nichts damit zu tun. Ich wollte was anderes erzählen. Und zwar ist das so, machen da manche Leute, packen da so Zeugs hin, also was weiß ich hier, so altes Geschirr und so, was sie halt nicht mehr brauchen zum Verschenken, ne? Heute, Und Max war der Meinung, ganz falsch drauf. nein, es hat nichts, lass mich doch mal ausreden, Mann. Während ich hier töte. Jedenfalls Also. Grünfläche und es sieht da teilweise aus mittlerweile schon wie so ein halber Basar. Noch nicht So. bereit. Wie ein halber was? Ein Basar. Basar. Ah. Weil da irgendwelche Sch Zeug liegt. Und unter anderem lag jetzt ein Käfig da. Also er steht, liegt ein Käfig da oder steht ein Käfig da, wie auch immer. Für Hasen oder Hamster oder whatever. Keine Ahnung. Für irgendein Nagerzeugs. Aber glaubt man ja nicht, dass der sauber ist. Ich muss mich erholen, das kann ich Da leider ist nicht noch das ganze Streu drin mit und auch kein sauberes Streu, sondern gebrauchtes Streu. Dann frage ich mich, wer tun. stellt sowas dahin? Wer soll sowas mitnehmen? Wer macht sich die Mühe, Oh. um das Alter, mitzunehmen? wieso bist du hier unten lang gegangen? Ich wurde genötigt, mich zu bewegen. Ja, aber guck doch mal, was hier rumläuft. Ja, ich mach doch schon. Was? Den darfst du jetzt hauen. Ja, mach den doch kaputt, Mann. Ich mach mich um das Kleinvieh hier. Seit wann? Seit eben. Ach so, du hast den Großen gesehen und hast dir mal wieder in die Hose gemacht. Ja, Und deswegen hast du gesagt, so, nö, ich nehme einfach das Kleinvieh, ich was die überlasse den Logik belässt. Großen denen, die am meisten große Sprüche klopfen, also dir. Also du. Nee, klopf ich große Sprüche? Ja. Wie soll ich große Sprüche machen, wenn ich im Dreck liege? Siehste? Außerdem, so ein großer Mob, der ist doch eigentlich eher eine Aufgabe für das Arbeitstier. Ja, und wo ist das Arbeitstier wieder? Nicht an seinem Mob. Was denn? Ich mache hier mit die Kleinen erstmal. Lass uns doch erstmal das kleine Gesochse wegpusten. Der Große schmeißt die Kleinen hier hin, glaube ich. Dimensions. Alter! Das ist ja doch echt krank, was man hier an Damage reinbekommt. Das ist doch abartig. Kannst du noch so sehr die Maus klicken? Alter, ey. Das ist doch echt. Warum ist das so? Noch nicht bereit. Ich bin schwer verletzt. Hilfe! 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 Komm nicht raus! Jetzt redet er nicht mit mir oder Ich was? muss mich Nee, erholen, ich war was gerade die dabei, Hunde Lori nicht zu beschützen. verhindert. Tut mir leid. Alter, ey, der Gegner war jetzt aber auch asozial. Keiner da. Willst du zum Großen gehen? Auf einmal steht hinter Lori einer, poppt aus dem Nichts auf. Ja, das ist ja Ich muss noch ein wenig länger ein Schweinepriester ist das hier. Du sollst deine Verwandten doch nicht zum Spiel einladen. Alter, Matze! Matze! Also ich bin mir sicher, dass Dolly mir recht gibt, dass die Vorlage einfach genutzt werden musste. Habe ich gerade nicht zugehört. Hier ist ein Portal offen. Leute, hier ist ein Portal offen. Ups, ich bin versehentlich durchgelaufen. Na gut. Jetzt kommen wieder irgendwie. Wollte ich gerade sagen. Gott sei Dank keine Das geht noch Dingsbums nicht. hier. Wir es durchschreiten, sind in einer weit entfernten Dimension gefangen und Ob werden das so geplant war, dass wir hier reingehen? Ich glaube nicht, ne? Nö, wir können ja trotzdem mal gucken. Wenn man das Ding nur kriegt, wenn der den Typen tötet, Ich brauche mehr Zeit. dann muss muss ja ich was doch was Besonderes Vernünftiges sein. geben. Drücke die Hölle und noch nicht bereit. Na komm. Nächste Matze, habe ich doch was Gutes gemacht, oder? Wenn ich den Mob geholt habe, oder? War doch gut, ne? War doch gut. Komm, Matze, Nein, gib's nicht das zu. Spiel. Ah, komm schon. Lori, was ist los? Mhm. Du bist. Lori fragt sich gerade, womit sie uns verdient hat.
Und ist sich nicht ganz sicher, ob es im vorherigen Leben Genghis Khan und Stalin oder Hitler war. Oh, Alter! hier, hallo. Leute! Falsche Richtung. Olli, falls du dich fragst, was der Ed sich zum nächsten Geburtstag oder zu Weihnachten wünscht, einen Kompass, damit er endlich die richtige, den Weg findet. Ich bin Krieger, ich haue alles weg, was sich mir in den Weg stellt. Ich versuche es, aber wenn ich alleine gegen eine breite Front kämpfen muss, habe ich ein Problem. Alter, das sind ein paar Stachelratten, ja, die hier rumlaufen. Ja, aber 5, 6 von denen, die auf dich gleichzeitig einknüppeln, da kommt der Stärkste nicht gegen an. Da hat keiner von uns Probleme mit. Komm, Lori, willst du schon mal die Truhe anklicken, bis der Ed da ist? Bin noch da. Sag mal, hab ich so viel weniger live als ihr, oder was? Keine Ahnung, wie viel hast du. Wenn ich das mal wüsste jetzt. Was? Okay. Das war alles? Ich weiß nicht, was Lori gemacht hat, aber ich glaube, sie hat einfach mal die Kalaschnikow rausgeholt. Kann ich dir sofort sagen, wie viel live du hast? Du hast 121.000, Lori 117.000 und ich 147.000. Also nein, du hast nicht so viel weniger live als wir. Ja, aber warum? Ich bin derjenige, der am meisten reingedrückt bekommt hier. Guck dir das mal an, ey. Dann sind deine Devs einfach scheiße. Alter, ey. Ne, Lori, ich erinnere mich da an einen Tank, der Meinung war, dass ein Tank nur Live-Equipment braucht. Hört. Und nichts anderes und schneller viel als der andere Tank, obwohl er halb so der andere Tank halb so viel Life hatte, ne? Ihr habt gegen mich keine Chance. Alter, was lustig, bei WoW gab's manchmal Priester, also Shadow Priester, die eigentlich heilen sollten, aber durch Damage halten halt, das sind Breed-Dinger, die hatten mehr Leben als manche Tanks bei uns. Das war schon. Ja. Krass. Wow, ich hab, Alter, Lori, wo bist du denn reingerannt? Ich muss. Ich hab mich mal mit angeschlossen. Nachahmer wäre nicht gern gesehen. Das ist solidarisch. Aber das kennst du ja nicht, Matze. Sowas kennst du ja nicht. Solidarität. Doch, kenne ich, deswegen wollte ich gerade Lori setzen. Die war aber leider schneller und war schon wieder aufgeregt. Wenn du solidarisch wärst, würdest du mich auch mal heilen. Tut mir leid, ey, ich bin gar nicht bis zu dir gekommen, dämliche Blocker. Weißt du, steht hier 2 Meter neben mir, ne? 2 Meter. Noch nicht mal. 2 Zentimeter weg und was krieg ich? Keine Heilung, null, nada. Entschuldigung, die waren gerade alle auf CD. Das geht noch nicht. Aha, so nennt man das jetzt also. Ja klar. Ah, geh durch! Meiner war durch. Ich wollte ja nur retzen. Alter, was ist das denn hier schon wieder für ein Viech? Das ist Hasial oder Hasiel oder. Das ist ein violetter plus ein blauer. Hilfe. Ja, Gift. Hilfe. Geileres, ey. Hilfe! Tut mir leid, ich bin tot. Will man den Elf retzen, auf einmal ist er weg. Ja, ich mach mich auf den Weg zu euch, ist ja logisch. Ich versuch rauszukommen. Alter Falter, ey. Ein blauer Down. Och, Leute. Er ist irgendwie gerade der Wurm drin, ne? Uah. Nee, das ist. Ich kämpf gerade alleine gegen den Mob. Ja, perfekt. Ich zieh den mal weg. Ich gehe mal Gassi mit dem. Ja, genau. Ich habe Lori gerettet. Wir kümmern uns hier inzwischen mal um die beiden anderen Mobs. Ja, ich gehe mit dem spazieren. Ja, aber renn nicht zu weit weg. Nein. Mit. Ja. Nebenbei lasse ich noch mal eine kleine Typis hier drauf. Kannst du zurückbringen? Ja, ich komme. Jetzt probieren wir es einfach mal mit Taktik. Wie wär's denn damit? Oh Gott, du weißt, was das ist? Naja, offensichtlich. Ja, scheinbar nicht. Naja, siehst du, ich habe einen Gassi geschickt. Ohne Scheiße, das war das blaue Viech, was uns so auf den Sack gegangen ist. Ich traue den Typen hier auch nicht. Okay, wir haben ihn wiedergefunden. Kann er jetzt aufhören, so scheiße zu sein für einen Engel?
Das ist ein Erzengel. Ich muss. Oh, Alter, ey. Weißt du, springst hin, bist instant tot. Tja, siehst du, der mag deinen Rumgehüpfer auch nicht. Ah, ich bin übrigens rot. Ja. Ja, du musstest mich natürlich noch mit umhauen. Mit allen Live musstest du mich noch umhauen, ey. Ja. Alter. Der weiß halt, wer das weicheste Ziel in der Gruppe ist. Ich muss mich retzen. Rappen. Bin rot. Sag mal, ist dein Rap-Song jetzt eigentlich endlich mal fertig? Ich arbeite dran. Am Refrain. Euch ist klar, dass wir noch kein einziges Kopfgeld haben, oder? Ja. Ja? Ja. Wir haben ja auch diesen Abzweig durch dieses Reich des Vergessenen genommen, weil wir ja denken, hier kommen jetzt die Legendaries. Ja, weil der ist der. Ja. Ich gehe mal davon aus, irgendeinen Grund muss es ja haben. Ja, ja. Ich brauche mehr Zeit. Ey, weißt du, das fand ich ja bei Wulchen oder wie auch immer das heißt, eindeutig besser gelöst mit dem Heiltrank, dass man da mehrere hintereinander drehen kann. Zumindest, glaube ich, 3 Stück oder sowas. Und nicht hier auf einen limitiert ist. Nicht? Tut mir leid, ich bin gerade mit so 6 von diesen kleinen Viechern, die dich immer umklatschen, beschäftigt. Ja, komm, drück's mir rein. Na. Oh, hier ist noch eine Leiche. Was? Geflügelter Talos. Goblin! Jawohl, Goblin. Da, Matze? Ich schick ihn zu euch. Ist es ein Manager-Goblin? Nee, es ist ein Juwelenhorter. Der ist reich. Tötet ihn. Wir sind da schon dabei. Sehe ich dann nur Lori-Schaden auf ihn machen? Alter! Ich sehe gerade gar nicht, wo er ist. Davon abgesehen, ich knüppele nur wild durch die Gegend. Er rennt auf Lori zu. Das geht noch nicht. Jetzt haben wir ihn. Das ist also eingekerkert. Aber ich muss zugeben, ich finde immer noch am geilsten war der eine Schrein, den wir das eine machen, der die ganzen Goblins da beschworen hat. Ja, das war böse. Ja, da weißt du irgendwann gar nicht mehr, wo du hinhauen sollst. So mag ich das. In der Ecke einkeilen und dann einfach nur gib ihn. Ich krieg einen Krampf im Finger. Ist weg. Ja, ist weg. Och Mann. Also wir halten fest, Barbaren machen keinen Schaden. Barbaren halten keinen Schaden aus. Soll ich wechseln auf den Fernkampftypi? Sorry, ich wurde festgebackt. Lasst ihr mich mal bitte in Ruhe retzen, ihr kleinen Kackviecher. Wenn ihr ein Ed umhaut, ist das eine andere Sache, aber ohne Lori haben wir hier keinen Schaden. Ich brauche mehr Zeit. Ja, dann retz doch, ich kümmere mich gerade drum. Hab ich doch schon. Lori wollte sich das Trauerspiel erst noch einen Moment lang angucken. Nein, ich hab geguckt, ob irgendwo was Essbares liegt. Hast du Hunger? Ich hab so einen Hunger, ja. Okay, welche Seite gehen wir denn? Links oder rechts? Na gut. Ich brauche mehr Zeit. Na komm. Los. Wollen wir alles erkunden oder wollen wir hier nur raus? Weil ich glaube, Lori sucht einfach nur den Weg raus. Oh oh. Ich sehe schon wieder was. Ach du meine Güte.
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe schon kommen. Oh fuck. Oh. Alter, Alter. Ich warte jetzt, bis der Arkanstrahl da vorbei ist, bevor ich mich hier wieder retze. Hilfe. Noch nicht bereit. Oh. Ja, Matze, mach mal. Ja, mach mal. Mama. Schon wieder Mobbingkreis. Tut mir leid, der Titel für die Folge ist leider schon vergeben, ne? Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Heilung. Ja, Alter, wieder eine Heilung. Okay. Wieder nach Heilung schreit und dann verreckt, Alter, das ist, ey, Ich weiß, wie er diese Folge nennt. Mobbingkreis 2.0. Nein, Mobbingkreis Deluxe. Mobbingkreis Royal. Ja, das ist eine gute Idee. Siehst du, deine Arbeit auch schon mal wieder mit erledigt? Noch nicht bereit. Irgendwas ist hier echt nicht ganz reisefertig, dass das hier so viel, Alter, das... Ich krieg hier von... Alter. Engpass, keine gute Idee. Ich retze Lori. Ich versuche es zumindest. Knicken. Da kommt ein kleiner Kahnstrahl, also halt dich ran. Das geht noch nicht. Lori gerettet, dafür ich gestorben. Ah! Mitten im Kahnstrahl mal wieder gerettet. Nee. Ich war ja gedingst und dann wurde ich irgendwo hingedingst und dann war tot. Was ist denn gedingst? Gedingst ist halt gedingst. Ich probier die mal aus für den Keller nehmen. Das ist der Folgenname. Gedingst ist halt gedingst. Moment, ich muss mir das notieren. Moment. Olli, schreib mal auf. Moment. Er macht zwar nicht viel Schaden, aber das bisschen... Alter, kein Wunder, dass wir hier so Probleme haben. Da sind zwei Gruppen. Gedingst ist... Was war das? Gedingst ist... Ist halt gedingst. Halt gedingst. Gedingst. So, kannst du jetzt mal aufstehen? Ich möchte dann bitte, dass du mich zitierst, ja? Das ist immerhin mein geistiges Erschaffungswerk. Ja, ich weiß bloß nicht, ob ich das in den Folgentitel oben reinkriege, wegen der... musst du da halt irgendwas einblenden. Hilfe! Hilfe! Ich hänge fest, bin tot. Alter, Mann, ey. Ach, also zwei Gruppen von Blauen. Ich werde jetzt gleich mal wieder umskillen. Weil das geht mir jetzt gerade tierisch auf den Puffer langsam. Ach Gott, hier sind ja noch mehr Monster. Ja, Matze, hast was zu tun. Jetzt vermisst ihr die Schmusebärchen, ne? Welche Schmusebärchen? Ja, total. Aber wo ist denn das jetzt immer? Bin ich zu bescheuert hier zu finden, wo ist denn das hier? Fertigkeiten, da ist es doch. So, das muss weg hier, da brauche ich was anderes. Wo ist denn das? Wirbelwind? So, jetzt. Kann ich gar nicht irgendwas drücken, wie ich sterbe. Ja, es ist... Oh. Ist echt heftig. Mal Leute, was ist denn heute los mit euch? Ich hab jetzt gerade umgeskillt, Sekunde. Matze ist tot. Okay, ich warte, bis er wieder lebt. Mal Leute, ich fange mir mal eben Joghurt oder so. Ich habe echt. Ja, bleib so lange auf dem Boden. Ist okay. Dann können wir. Komm, Ed, porten zu Lori. 3, 2, 1, go. Ja, ich bleib hier einfach liegen, ne? Ich brauche mehr Zeit. Alter, die explodieren auch noch, die Wichser! Entschuldigung, da ist keine Kraftausdrücke. Das sind Emotionen. Emotionen hier. Das ist wahres Emotionsgewitter. Komm, nur noch einer übrig, den werden wir jetzt wohl noch down kriegen. Ja, ich versuch's gerade. Wie sagte Yoda, nicht versuchen, machen. Genau. Alter. Ja, komm. Ich muss noch ein wenig länger warten. Stirb doch endlich mal einer von denen. Okay, einer down. Alter, ich sehe hier... Feuer. Ja. Alle CD, was in irgendeiner von CD haben können. Alter, ist das übel. Ja, weil die Schlampen schon wieder da sind, ey. Jetzt werde ich mich beweisen. Noch nicht bereit.
Komm schon. Hier, echt auch, du blöder Pisser. Und wenn ich dir den Scheißhammer in die Fresse rammen muss. Ruhig, Brauner, ruhig, ruhig. So, jetzt ist er down, jetzt ist er down. Hier ist noch ein blauer. Ja, hier sind noch zwei blaue. Das war nämlich das Problem, was wir hatten. Wir hatten nämlich da auf einmal zwei Gruppen von Blauen. Ja, positiv sehen, wenn Lori dann gleich wieder da ist, ist sie stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Sie wird sich in der Wiederholung bestimmt angucken, wie oft wir gestorben sind. Alter, dieses Vieh. Da, jetzt haut das Vieh auch noch ab hier, ey. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, renn doch nicht so weit weg. Kann ich nicht, wenn das Vieh abhaut. Was soll ich machen? Ja, dich auf das andere stürzen. Gibt mehr als eins, wo das herkam. Meine Fresse, ey. Also, ey, sag mal, ist doch nicht wahr hier. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, was ist denn das? Ist jetzt der Mobbingkreis 5.0 oder was? Alter Falter. Oder ist das der blaue Mobbingkreis? Das waren ja jetzt nur blaue. Das geht noch nicht. Alter, guck dir das an, ey. Das gibt's gar nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Alter, geht mir das auf den Sack jetzt, ganz ehrlich. Meine Fresse. Vor allen Dingen, du kriegst irgendwie überhaupt gefühlt gar keinen Schaden. Ich komme an, werd gleich umgenietet. Willst du wissen, woran das liegt, dass das so aussieht? Weil mein Heiltrank auf CD ist. Ja, was glaubst du, was ich tue? Und meine Heilfähigkeiten auch, das ist das Schlimmste. Das geht noch nicht. Ja, du hast Heilfähigkeiten, ich nicht. Ja, meine Heilfähtigkeiten sind leider ortsgebunden. Ja, ey, guck dir das mal an, ja. Vor allem, wenn du bedenkst, ich hab dann schon teilweise den Avatar gezündet. Meine Fresse, ey, das geht an. Ey, Alter. Alter, guck, ich kann mich nicht bewegen, ne? Kriege einen reingedrückt und bin tot. Ist total geil. Hier so eine Feuerkugel oder was es war. Ey, es ist. Ja, diese komischen Energiekugeln von denen. Die machen die gerne. Das kann ich leider nicht. Vorsicht, Explosion! Tot. Explosion! Ja, ich bin doch schon längst raus. Oh fuck, falsche Taste. Wenn ich jetzt sterbe, war es meine eigene Schuld. Ich bin irgendwie auch versehentlich auf die Windows-Taste gekommen. Eine Frage. Ich bin auf die Windows-Taste gekommen. Ja. Und trotzdem bist du gestorben vor mir. Hatte ich dich gerade gehabt oder war das Lori? Na, jetzt müsst ihr beide einen Rest haben. Das geht noch nicht. Hallo. Bibi. Also die eine Gruppe Blauer haben wir erledigt. Aha. Wir kämpfen gerade noch gegen die letzte von der zweiten. Der ist aber auch gleich hin. Autsch. Noch nicht bereit. Endlich, oh Gottes Willen. Ach, mal ganz kurz, City. Echt, nur nicht mal Loot, ey. Also irgendwie ist wirklich heute der Wurm drin, habe ich das Gefühl. So. Bin wieder da. Was ist denn das für ein komisches Vieh hier? Sieht ja auch urig aus. Matze, hast du wieder Freunde gesucht? Ja, ich dachte, ich mache schon mal den Weg frei, damit Lori in Ruhe ihren Joghurt essen kann. Sehr nett von dir. War das ja nur eine Trash-Mob-Gruppe? Da müssen wir. Warte. Links ist ein Schrein. Jedes Mal, wenn du sagst, links ist ein Schrein oder rechts ist ein Schrein, kommt irgendwas, was uns tötet. Außerdem hat Lori den scheinbar schon verwendet. Ach so? Doch nicht bereit. Na dann?
Ich frage mich nur gerade, ob Dolly sich gemutet hat, weil er weint, weil das so schlecht läuft, oder weil er sich vor Lachen nicht mehr halten kann. Gute Frage. Was isst du denn für einen Joghurt? Kirschbanane. Also Kiba. Weil der Matze mir nie ein Kiba als Getränk macht. Möchtest du was Witziges dazu hören? Was? Gerade heute auf dem Rückweg beim Einkaufen habe ich Kirschsaft und Bananennektar fürs Wochenende. Und das soll ich dir jetzt glauben, ja? Als ob du mir mal so eine Freude machen würdest, ja? Weißt du, ich sag dir Kühlschrank. Ich sag dem Foto. Matze immer... Beweisfoto. Ja, okay, ich sag dem Matze machen, immer, hol doch mal Vorräte, Pudding oder so. Da frage ich ihn, ja, wollen wir Pudding? Ich hab keinen. Matze, ich hätte gerne, ja, hab ich nicht. Ja, und jetzt behauptet der hat das. Ja, kannst du mir nicht erzählen. Also ganz ehrlich, für so einen besten Freund, der braucht keine Feinde mehr, ne? Geil. Und ich tu alles für den Kerl, ja, alles, ne? Und ich krieg nicht mal ein Kiba. Da habe ich jetzt mal extra Kiba fürs Wochenende. Ja, so. Und Beweisfoto, Beweisfoto, Matze. Ja, okay. Gerade erst dann an, wenn ich sage, ich habe ein Kiba-Joghurt, ja? Das weil ich ja nicht Kiba gepackt. Okay, ach ja, hast du aber nicht. Okay, wenn du stirbst, ist es der Schuld. Ich gehe mal eben kurz das Beweisfoto machen. Komm, lass Matze sterben lassen. Ich brauche Heilung. Nee, vorher sterbe ich. Alter, ja, weißt du, ich sterbe. Das gibt's nicht, Alter. Das gibt's nicht, ey. Matze schuld. Ja. Gut, da sind wir uns ja einig. Gut. Da sind wir uns einig. Matze ist schuld. Böser Matze. Ja, böser Matze. Wie lange braucht er für ein Foto, sag mal? Ist der den Kiba gerade noch erst kaufen, oder was? Ja. Der hat das sich bestimmt nur ausgedacht oder so. Ich bin schwer verwundet. Das geht noch nicht. Oh. Weißt du, der geht mal einmal ein Beweisfoto machen. Weil er hätte unbedingt ein Beweisfoto haben will. Und was ist, wenn man wiederkommt, liegt man tot auf dem Boden? Was können wir für dein Elend? Naja, in dem Fall würde ich sagen, ich habe dir gesagt, wie ich sterbe. Weil Lori ist keine Heilerin, ich bin keine Heilerin. Wie sollen wir dich denn dann heilen? Sollen wir Damager bist du auch nicht und Tank auch nicht. Was ist der Baba eigentlich für eine Klasse? Eine gute Laune-Klasse. Eine Entertainment-Klasse, jetzt habe ich es. Die Frage ist natürlich, ob sich der Kiva bis zum Wochenende hält. Ja, wird er. Bin ich ja gespannt. Da habe ich aber noch berechtigte Zweifel dran. Okay, für den Kommentar, wenn der Kiva am Wochenende noch lebt, musst du am Montag nach der Ad alle Legends an Lori abdrücken. Lol. Habe ich kein Problem mit, weil wir kriegen eh keine Legends hier. Das kann es doch echt nicht gewesen sein, weißt du, rennst durch diese verkackte Höhle hier durch und nix, kein Loot, nix vernünftig, also das ist doch scheiße. Tja. Das ist doch kacke. Das hat sich immer, weg vom Portal. Wow. War das der Versuch eines Liedes oder? Oh. Ja, das war der Refrain. Ah, der Refrain. Matze, was schleppst du denn da wieder an? Das ist ja furchtbar. Der war auf dem Weg zu dir. Ich dachte, ich halte dir mal den Rücken frei. Aber wenn das nicht gewünscht ist, kann ich das auch lassen. Ja, ist klar. Würde ich jetzt auch so sagen. Hey, wir sind am Ziel angekommen. Der Stream läuft ja nur schon seit einer Stunde. Das ist Deluxe-Gameplay, weißt du doch. Hilfe, ich sterbe gleich. Hilfe. Das ist Deluxe-Gameplay. Wenn du stirbst, Lori, ist es Ed's schuld. Ich musste für ihn meine Devs, meine Heilfähigkeiten aufbrauchen, damit er nicht wieder stirbt. Danke, Matze. Das werde ich dir niemals verzeihen. Niemals. Siehst du, Ed, das kommt davon, wenn ich dich heile. Wie willst du das wieder gut machen? Ja, indem ich versuche, so viele Mobs wie möglich zu töten, bevor ich das nächste Mal sterbe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich lebe gerade hier echt am Limit. Weil hier ist gerade ein bisschen viel. Was hier rumwuselt. Stell dir vor, Lori und ich haben nicht so viele Mobs da stehen.
den Tod auf. Ihr solltet alle fliehen.